Hallo allerseits. Wir haben das letzte Mal begonnen mit Flüssen und haben auch schon einen Algorithmus vollständig gesehen, der recht einfach vorgeht, nämlich, dass er mit einem also vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück, was ist die Problemstellung? Nunmehr in der dritten Vorlesung. Wir haben einen gerichteten Graphen gegeben, zwei Knoten S und T. Wir haben für jede Kante eine Kapazität gegeben, eine nicht negative reelle Zahl. Und wir wollen so viel Fluss wie möglich von dem einen Knoten S zu dem anderen Knoten T schicken. Was heißt das? Wir wollen jeder Kante einen Wert zuordnen zwischen Null dieser Kapazität. Also natürlich sollte der Fluss nicht negativ sein. Zumindest in den meisten Anwendungen können wir davon ausgehen, dass der Fluss nicht negativ ist. Aber die Kapazität soll auch nicht überschritten werden. Und die Bodenhaltungsbedingung soll die Nutzung des Wassers an jedem Knoten, der nicht S und T ist, an jedem anderen Knoten muss gelten. Summe rein, Fluss. Gleich Summe raus, Fluss. Das heißt also, wir nehmen einerseits die reingehenden her, summieren da die Flüsse aus, nehmen uns andererseits die rausgehenden aus, summieren da die Flüsse aus, und diese beiden müssen da ein gleich sein. Fluss wird eingespeist über S, Fluss abgegriffen über T, überall durch, bei jedem anderen Knoten. Summe rein, raus, bleibt Fluss erhalten, Fluss erhalten. Wir haben einen einfachen Algorithmus gesehen. Nämlich den Algorithmus von Farquharson, der mit einem zulässigen Fluss beginnt. Das geht ganz einfach, alle Flusswerte null setzen. Dann ist natürlich die Flusserhaltungsbedingung Summe rein ist null, Summe raus ist gleich. Und die Kapazität sich auch nicht erfüllt. Die Kapazität war nicht negativ. Das ist natürlich gerade maler Fluss. Der Einfluss, der Fluss, der meist vieles raus, reinschiebt. Im Normalfall. Wenn es gar keine Verbindung von dir gibt, dann wäre das zum Beispiel der Maximalfluss allgemein. Wird das nicht der Maximalfluss sein, sondern Maximalfluss wird positiv. Wir haben auch gesehen, dass die Idee zuerst mal ganz einfach ist. Nämlich, wir suchen Pfade von S nach T, auf denen wir jeweils erhöhen können. Wir haben aber gesehen, dass es ganz so einfach noch nicht ist. Nämlich Pfade allgemeiner sein. Sie müssen sowohl erlauben, dass Vorwärtsrichtung gehen, als auch das Rückwärtsrichtung gehen auf diesem Pfad. Also wenn wir von S nach T entlang des laufen, kann es uns hier passieren, was intuitiv ist, dass wir eine Kante vorwärtsrichtung durchlaufen, was weniger intuitiv ist, dass wir eine andere Kante rückwärtsrichtung durchlaufen. Wir erhöhen den Fluss auf der Vorwärtskante, wir vermindern den Fluss auf der Rückwärtskante. Und wir haben beim letzten Mal schon gesehen, wenn wir das jeweils um denselben Wert machen, um dasselbe Epsilon auf der Vorwärtskante erhöhen, um dasselbe Epsilon auf der Rückwärtskante vermindern, dann bleibt die Flusserhaltungsbedingung bei jeder einzelnen Kante erhalten. Wir haben viele Fälle uns angeschaut, bei denen das uns haben versucht, also einmal eine Kante rein, eine Kante raus, aus einem Knoten, der auf dem Pfad liegt. Ein Fall war eine Kante raus, die nächste Kante rein, zwei raus, zwei rein, das waren diese vier Fälle. Und damit wird der Flusswert um Epsilon erhöht, wenn wir Epsilon so hoch setzen, wie gerade die restliche Kapazität bei irgendeinem dieser einzelnen bei irgendeiner dieser einzelnen Kanten ist, gerade so hochgesetzt, dass keine einzige Kante ihre Kapazität, also bei Vorwärtskanten, nicht über den oberen Anschlag die Kapazität hinausgeht und bei Rückwärtskanten nicht unter den unteren Anschlag, der Wert 0, hinausgeht, dann haben wir auf jeden Fall wieder hinter einen zulässigen Fluss. Wir haben gesehen, so gehen wir einfach vor, solange es einen solchen Pfad gibt, den können wir mit einer einfachen Graphensuche von S aus finden, indem wir durch Vorwärtskanten erlauben,
in der Graphensuche, wenn die Restkapazität, wenn noch was übrig bleibt an Kapazität, wenn der Fluss noch nicht auf dem oberen Anschlag ist. Rückwärtskanten außerdem erlauben, aber nur, wenn der Fluss positiv ist, das heißt also, der Flusswert nicht an der unteren Schranke ist. Dass wir also auf Vorwärtskanten, die wir durchlaufen, den Fluss noch ein bisschen erhöhen können, auf Rückwärtskanten den Fluss noch ein bisschen vermindern können. Und das machen wir so lange, bis wir keinen solchen Pfad mehr finden. Und die Behauptung ist, und das ist jetzt hier, die Behauptung ist, wenn es keinen solchen Pfad mehr gibt, dann ist der Fluss, den wir berechnet haben, tatsächlich maximal. Das ist nicht selbstverständlich, ja. Ich meine, das ist eine irgendwie plausibel erscheinende Vorgehensweise. Wir haben ja letztes Mal zuerst gesehen, die allereinfachste Vorgehensweise, immer Vorwärtskanten nur zu nehmen, um von S nach T zu kommen, wird nicht ausreichen. Da haben wir ein Beispiel gesehen, bei dem wir auf diese Art und Weise nicht den maximalen Fluss berechnen konnten, sondern es ging nicht mehr weiter, es gab keinen flusserhöhenden Pfad mehr, obwohl der Fluss offensichtlich nicht maximal war. Jetzt haben wir das ein wenig erweitert, dass wir auch Rückwärtskanten zugenommen haben, aber es ist überhaupt nicht klar, ob das jetzt ausreicht, ob wir damit dann tatsächlich, ob wir da nicht vielleicht doch wieder Beispiele konstruieren können, bei denen nicht der maximale Fluss rauskommt. Und dieses Theorem, was Sie hier auf dieser Folie finden, das besagt, dass das nicht so ist. Wenn wir flusserhöhende Pfade so definieren, so in Allgemeinheit, von S nach T, wir erlauben Vorwärtskanten, wenn der Flusswert auf der Kante nicht am oberen Anschlag ist, und wir erlauben Rückwärtskanten, wenn der Flusswert auf dieser Kante nicht auf dem unteren Anschlag ist, dann ergibt sich tatsächlich, wenn wir das durchziehen, bis wir keinen flusserhöhenden Pfad mehr finden, dann ergibt sich tatsächlich ein maximaler Fluss. Dieser Satz hat einen Namen, genau den Sie hier sehen. Gehen wir nochmal den Satz soweit durch. Ist die Größe, die Schriftgröße okay? Gut. Also, wir haben einen gerichteten Graphen. Wir haben diese beiden Knoten, S und T. Von S soll der Fluss rausgehen, nach T soll er reingehen. Und für jede Kante haben wir eine obere Kapazität. Eine Kapazität, wie viel der Fluss höchstens sein darf. So, wir gucken uns an, wir haben einen zulässigen Fluss, der also in der Grenze ist, nicht negativ und auch nicht größer als die Kapazität, und die Flusserhaltungsbedingung ist erfüllt. Wohin dieser Link zeigt, darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. So, und die Behauptung ist, das Erste interessiert uns natürlich, dass dieser Fluss maximal ist. Ja, ich schreibe immer dazu, maximal unter allen zulässigen Flüssen. Unter allen Flüssen, die Kapazitätsbedingungen und die Flusserhaltungsbedingungen erfüllen. Das ist, schauen Sie auf Punkt 3 bitte, das ist äquivalent, ist die Behauptung zunächst einmal, die wir zu beweisen haben. Aber keine Sorge, wenn wir mal kurz runtergucken, der Beweis geht ganz kurz. Dass dieser Fluss, den wir jetzt in Händen halten, dass der maximal ist, einen maximalen Flusswert von S nach T schickt, soll äquivalent dazu sein, dass es keinen flusserhöhenden Pfad mehr gibt. Das bedeutet ganz konkret, wenn es keinen flusserhöhenden Pfad mehr gibt, weil wir so oft entsprechend Fluss erhöht haben, bis wir keinen mehr gefunden haben, dann behauptet dieses Theorem, dass der Fluss maximal ist. Das ist die für uns wichtige Schlussfolgerung daraus, dass aus 3 eben 1 folgt. Wenn kein Fluss erhöhende Fahrt mehr, dann ist der Fluss maximal. So, Sie sehen aber, dass es da noch einen Zwischenschritt gibt, eine weitere äquivalente Behauptung. Das ist notwendig für den Beweis, aber auch einsichtsreich. Worum geht es hier? Was ist das? Ein saturierter Schnitt. Gehen wir wieder an die Tafel. Ich male mal wieder den Graphen so mit S und T hier.
Und ein saturierter Schnitt ist zunächst mal, was man sich intuitiv darunter vorstellt, ist eine Zerlegung der Knoten in zwei Teile. Den einen Teil nennen wir S, also Groß S auf der Seite von Klein S und Groß T auf der Seite von Klein T. Ja, zwei Knotenmengen mit der Eigenschaft, dass S, Klein S, die Quelle auf der Seite in der Knotenmenge Groß S ist und das Ziel T, Klein T in der Menge Groß T ist. Ja, das ist die Intuition dahinter. Und was uns hier interessiert, wenn wir in Richtung saturiert denken, ist, sind die Kanten, die über diesen Schnitt rübergehen. Von einem Knoten auf S-Seite zu einem Knoten auf T-Seite oder genauso von einem Knoten auf T-Seite zu einem Knoten auf S-Seite. Und was wir saturiert, das ist, also ST ist erstmal ein Schnitt. Wir haben eine Separierung der Knotenmenge in zwei Teilmengen, so da S und Groß S und Groß T, sodass Klein S in Groß S, Klein T in Groß T ist. Ich denke, ist anschaulich. So, und für diese Kante A1 und für diese Kante A2 soll gelten, wir wollen so viel wie möglich Fluss von S nach T durchschicken. Das heißt, uns interessiert der Fall, dass der Flusswert von A1 an der oberen Schranke ist und der Flusswert von A2 an der unteren Schranke. Das heißt, es geht so viel wie möglich von S-Richtung nach T-Richtung, so wenig wie möglich von T-Richtung nach S-Richtung. Wenn das der Fall ist, für alle Kanten A1, die von links nach rechts gehen, dass die Kanten am oberen Anschlag sind und alle Kanten, die in die andere Richtung gehen, dass sie im unteren Anschlag sind, dann nennen wir diesen Schnitt saturiert, gesättigt. Ich denke, die Idee, warum man das gesättigt nennt, ist auch klar. Ja? Gesättigt heißt, es passt nichts mehr rein. Und genau darum geht es. Also jedenfalls ist das meine Vorstellung von gesättigt. So, nehmen wir das Bild erst einmal auf. Naja, irgendwas mache ich hier falsch. So. Okay. So. Allerdings muss ich sagen, dass dieses Bild trotzdem noch ein bisschen lügt oder genau gesagt, die Sache ein bisschen zu einfach darstellt. Das ist, wie gesagt, die Intuition. Moment, ich schaue mal, ob das Bild was gelungen ist. Ja, wenn das gelingt, dann sollten die anderen Bilder, die ich jetzt noch machen werde, auch gelingen. Ich weiß nicht, warum es manchmal nicht gelingt. So, das ist nur die Intuition. Natürlich kann das Ganze, wenn die Knotenmenge S und T einfach nur eine Partition der Gesamtknotenmenge bilden, dann kann das natürlich auch beliebig wild aussehen, ja? Dann muss das nicht so handzahm hier aussehen. Ja, es kann auch durchaus sein, zum Beispiel spricht aus der Definition eines solchen Schnittes nichts dagegen, dass das zum Beispiel so aussieht. Das gehört zu S, das gehört zu T, das gehört zu S, das gehört zu T. Ja, das ist ein Fall, der nicht weiter eine Rolle spielt, aber behalten Sie im Kopf, wenn wir einfach nur eine Partition der Knotenmenge in zwei Teile haben, sodass Klein S die Quelle in Groß S ist und Klein T in Groß T, kann das auch beliebig kompliziert aussehen. Wenn Sie sich für jeden einzelnen Knoten jeweils eins überlegen, packe ich es nach S, packe ich es nach T, kann beliebig wild aussehen. Und das ist noch ein relativ harmloses Bild. Bitte? Ja, wir könnten den Graphen natürlich irgendwie anders in der Ebene platzieren, sodass das Bild vielleicht wieder einfacher aussieht. Aber
So als Veranschaulichung denke ich, belassen wir es mal dabei. Aber Sie haben voll und ganz recht, natürlich kann man den, wir könnten alle Knoten in der Ebene so platzieren, dass doch die Knoten in Groß S links und die Knoten in Groß T rechts sind. Das würde aber vermutlich bedeuten, dass die Kanten ziemlich wild hin und her gehen. Bitte? Wir sind noch nicht beim Beweis. Da haben Sie schon zu weit geschaut. Nee, wir sind noch da oben. So. So, jetzt überlegen Sie sich Folgendes. Oder was heißt, wir überlegen sich Folgendes. Wir können ja gleich in den Beweis einsteigen. Und da wird sich die Überlegung von selbst ergeben. Denken Sie, dass das Konzept erstmal klar verständlich für Sie war? Ja, genau. Also ein Schnitt. Und saturiert heißt, so viel wie möglich von links nach rechts. Das heißt also, für die Vorwärtskanten so viel Fluss am oberen Anschlag, für die Rückwärtskanten Fluss am unteren Anschlag. So, und es ist sicherlich jetzt erst einmal von diesen Vorreden dann plausibel, dass das was miteinander zu tun hat, wenn wir auf der einen Seite hier in Punkt 1 so viel wie möglich Fluss von S nach T schicken wollen, dann sind die Schnitte natürlich die Widerstände in gewisser Weise. Und wenn wir einen Schnitt saturieren, dann haben wir das bis zum endgültigen Widerstand ausgereizt. Und letztendlich sagt das McFlumin-Cut-Theorem nichts anderes, als dass unsere Intuition, die ich versucht habe zu entwickeln, dass die tatsächlich stimmt. Das ist nicht immer so in der Mathematik, dass die Intuition stimmt, das ist auch sonst wo nicht. Ich meine, das Intuitivste überhaupt ist, dass die Sonne einmal in 24 Stunden sich um die Erde dreht. Das finden Sie nur deshalb wahrscheinlich nicht intuitiv, weil Sie es mal gelernt haben, dass das nicht so ist. Wenn Sie das nie gelernt hätten, dann würden Sie das für sicherlich, und ich sicherlich auch, für absolut intuitiv und selbstverständlich halten. Also Intuition, Plausibilität ist ein guter Ratgeber, um neue Ideen zu finden, aber kein guter Ratgeber, um sich dann am Ende zu entscheiden, was jetzt die Wahrheit ist und was nicht. So, das ist jetzt meine persönliche Sicht. Es gibt eine Menge Leute, die das anders sehen. Aber zumindest in der Wissenschaft ist, glaube ich, diese Sicht, die ich jetzt eben formuliert habe, vorherrschend. So, wir machen hier einen Ringschluss. Wir gucken uns erstmal die Situation an. Es gibt keinen flusserhöhenden Pfad. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der Sie verwirrt hat. Wenn es keinen flusserhöhenden Pfad mehr gibt, also wenn die Aussage in 3 zutrifft, dann beweisen wir jetzt, dass es einen saturierten Schnitt gibt. Und dieser Beweis ist recht einfach. Der ist konstruktiv. Ja, wir nehmen uns eine Graphensuche, Tiefensuche, Breitensuche, ist vollkommen egal was, lassen die bei S starten, um flusserhöhende Pfade überall hinzufinden. Ja, also Sie wissen, was wir da gesagt haben. Vorwärts geht es über Kanten, die noch nicht am oberen Anschlag sind. Rückwärts ist erlaubt über Kanten, die nicht am unteren Anschlag sind. So, und mit dieser Graphensuche werden wir bestimmte Knoten erreichen und bestimmte nicht. Da es nach Annahme keinen flusserhöhenden Pfad von S nach T gibt, werden wir T nicht erreichen. So, alle, die wir erreicht haben, nennen wir die Knotenmenge S. Alle, die wir nicht erreicht haben, nennen wir die Knotenmenge T. So, das ist also tatsächlich ein Schnitt, ein ST-Schnitt, weil S auf der Groß-S-Seite und T auf der Groß-T-Seite ist. Und dieser Schnitt ist saturiert. Warum? Na, gerade schon nach Definition, ja. Wenn eine Vorwärtskante von Groß S nach Groß T nicht nach oben hin saturiert wäre, nicht am oberen Anschlag wäre, dann hätten wir sie bei der Graphensuche genommen und wären noch einen Knoten weitergekommen. Umgekehrt, wenn eine Rückwärtskante von Groß S nach Groß T nicht am unteren Anschlag wäre, dann hätten wir sie genommen, um noch einen Knoten weiterzukommen. Also ergibt sich automatisch, das, was wir erreichen können über flusserhöhende Pfade und das, was wir nicht erreichen können, bilden zusammen einen Schnitt,
ein ST-Schnitt, der saturiert sein muss. Sonst wären wir ja ein Stück weiter gekommen, über diesen Schnitt hinaus. So, das ist der erste Schritt. Wir haben also jetzt gesehen, wenn 3 gilt, gilt 2. So, jetzt gehen wir von 2 nach 1. Eine, denke ich, sehr anschauliche Überlegung. Wenn der Schnitt saturiert ist durch den aktuellen Fluss, ja, dann kann kein anderer Schritt, kein anderer Fluss mehr Fluss rüberschicken von der S-Seite zur T-Seite. Also muss, wenn es irgendwo einen saturierten Schnitt gibt, wenn der Fluss F irgendeinen Schnitt saturiert, dann kann es keinen höheren Fluss geben, denn der müsste ja mehr Fluss rüberfließen lassen von S nach T. Geht nicht, weil der ist ja schon saturiert. Mehr geht da nicht rüber. Man kann das durchaus auch hier an dieser Stelle noch genauer beweisen, noch mehr ins Detail gehen, um wirklich von der Plausibilität, von der Anschauung wegzukommen. Auf die Ebene des Kalküls will ich hier Ihnen und mir an dieser Stelle ersparen. Und obwohl ich gerade eben gegen Anschaulichkeit so ein bisschen geschimpft habe, will ich das hier auf der Ebene der Anschaulichkeit belassen. Sie werden keine Probleme haben, entweder mit meiner Hilfe oder mit Googles Hilfe, entsprechende genauer ausgeführte Beweise zu finden, die aber letztendlich auf nichts anderes hinauslaufen, als auf das, was die Anschauung auch sagt. So, aber ich denke, es ist plausibel, nicht? Mehr kann man nicht durchdrücken, als jeder Schnitt, als der engste Schnitt erlaubt. So, jetzt noch der Schritt zurück von 1 nach 3. Wenn der Fluss maximal ist, dann kann es keinen augmentierenden Pfad mehr geben, kann es keinen flusserhöhenden Pfad mehr geben. Denn wenn es den gäbe, könnten wir entlang dieses Pfades ja noch ein bisschen erhöhen und das geht bei einem maximalen Fluss nicht. Also, das Interessante, Schöne an diesem Theorem ist, was wir tun müssen, was wirklich aufwendig ist, ist die ganze Terminologie einzuführen, die aber zum Glück anschaulich ist. Und nachdem wir die ganze Terminologie eingeführt haben, ist der Beweis selber eigentlich nicht mehr allzu viel. Denken Sie, dass Sie das so jetzt verstanden haben? Oder gibt es da konkret Fragen dazu? Bitte? Warum sind Sie nicht damit einverstanden, dass die Rückkanten 0 sein müssen? Wollen Sie an die Tafel kommen und das Gegenbeispiel zeichnen? So, ich habe alles fotografiert, nicht? Dann kann ich das löschen. Warten Sie, ich muss Wasser holen. So, also, da dieses Theorem seit 50... Ja gut, aber das ist ja Teil des Theorems, diese Rückrichtung. Und da dieses Theorem seit 50 Jahren Bestand hat, denke ich, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Ihr Beispiel ist falsch oder es ist etwas an meiner Formulierung des Beweises falsch. Ich sehe, da muss ich nah rangehen zum Fotografieren. Können Sie das von da hinten aus noch gut erkennen? Sind das jetzt Kapazitäten oder? Okay, so, das sind die Kapazitäten. Ja. Vier scheint, so auf ersten Blick scheint vier tatsächlich die maximale Flusswert zu sein, ja? Ja. Dieser Schnitt ist nicht saturiert. Aber es gilt ja nur für saturierte Schnitte. Also belassen wir es dabei. Es ist gut, das nehmen wir auch auf. Danke. Entschuldigung. Also dieser Schnitt, den ich hier nochmal so gestrichelt einzeichne, bei S
Und bei T, bei klein s und bei klein t, die beiden Schnitte würden sicherlich durch einen maximalen Fluss saturiert sein. Passt das richtig? Ja, genau. Der maximale Fluss würde oben zwei Einheiten rüberschicken, unten eine Einheit rüberschicken und dann noch eine Einheit erst unten und dann durch diese Querkante dann noch eine Einheit hier oben. Können Sie das sehen? So auf den ersten Blick? Wenn nicht, ist es eine Übung für zu Hause, sich zu überlegen, warum das tatsächlich entweder der Flusswert 4 herauskommt bei diesem Beispiel oder alternativ der Weihe Blödsinn erzählt hat. Aber ich glaube, das ist kein Blödsinn. So, aber eben der Punkt ist, für saturierte Schnitte, für nicht saturierte Schnitte gilt das natürlich nicht, dass Vorwärtskanten am oberen Anschlag, Rückwärtskanten am unteren Anschlag ist. In diesem Beispiel ist es tatsächlich so, dass die Vorwärtskanten am oberen Anschlag wären, durch den einen maximalen Fluss der 4 Einheiten rüberschickt, nur die Rückwärtskante nicht am unteren Anschlag, aber im Allgemeinen müssen auch die Vorwärtskanten nicht am oberen Anschlag sein. Das können Sie einfach dadurch hier in diesem Beispiel bewerkstelligen, dass Sie hier in der Mitte die 3 zu einer 4 machen oder die 2 unten zu einer 3, dann sind auch die Vorwärtskanten nicht auf dem oberen Anschlag. Gut, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hoffe, dass das ein bisschen auch die Einsicht verbessert hat, was es mit saturierten Schnitten und nicht saturierten Schnitten auf sich hat. Es reicht, wenn ein Schnitt saturiert ist. Die anderen müssen nicht saturiert sein. So. Gut. Dann kommen wir nochmal zu Fort Falkerson zurück. Diesen Algorithmus hatten wir beim letzten Mal uns schon angeschaut. Algorithmisches Problem, Standardversion des Max-Flow-Problems. Wir haben beim letzten Mal auch verschiedene Varianten des Max-Flow-Problems betrachtet und haben festgestellt, dass wir alle auf die Standardversion reduzieren können, sodass wir also einfach nur Algorithmen betrachten können, die Standardversion lösen, so wie dieser Algorithmus. So, die Invariante, der Fluss ist immer zulässig, das heißt, erfüllt immer die Kapazitätsbegrenzungen und die Flusserhaltungsbedingungen. Und ein Punkt, den ich glaube ich beim letzten Mal auch nicht erwähnt hatte, noch außen vor gelassen hatte, ist, der sich aber auch, wenn Sie sich das mal kurz überlegen, auf jeden Fall ergibt, wenn die oberen Schranken alle ganzzahlig sind, dann ist der Fluss auch immer ganzzahlig. Und zwar einfach deshalb, weil das Epsilon immer ganzzahlig ist. Ja, wir fangen mit dem Nullfluss an, ganzzahlig, alle Werte ganzzahlig. Und wenn die oberen Schranken ganzzahlig sind und der Fluss bisher immer ganzzahlig war, dann sind auch die Änderungen, das Epsilon, um das wir den Fluss bis zum Anschlag ändern können, auch immer ganzzahlig. Und das ist gut. Also zunächst mal machen wir uns klar, hier wie auch in vielen Problemstellungen, können wir ohne Einschränkung Ganzzahligkeit annehmen, denn wenn die Zahlen, die wir reinbekommen aus unserer Anwendung, nicht ganzzahlig sind, wenn das beliebige Double-Werte sind oder irgend sowas, ja, also es ist natürlich dann, also was Schlimmeres als reelle Zahlen sind es natürlich nicht, wir reden ja nicht von komplexen Zahlen oder so, also wenn das beliebige reelle Werte sind, dann können wir ein feines ganzzahliges Gitter drüber legen, ja, also eine kleine Zahl definieren und nur eine kleine reelle Zahl definieren, je nachdem Tausendstel, Millionstel oder irgendwas anderes und jeden reellen Wert auf das nächste Vielfache dieser kleinen Zahl hoch oder runter runden. Und den Fehler, den wir damit machen, wenn wir das Raster engmaschig genug wählen, den Fehler, den wir damit machen, bleibt in der Größenordnung der Granularität dieses Rasters. Bleibt dann, also wenn wir das Raster genügend eng legen, bleibt der Fehler auch genügend klein. Ja, also wir können ohne Einschränkung davon ausgehen, dass die oberen Schranken alle ganzzahlig sind. So, die Variante ist,
Na, in jeder Iteration wird der Flusswert um ein Epsilon erhöht, um das jeweilige Epsilon, was die Restmöglichkeiten ergibt, um entlang des flusserhöhenden Pfades vorwärts zu erhöhen, rückwärts zu vermindern. Und, was ich eben sagte, wenn die oberen Schranken ganzzahlig sind und wenn wir mit dem ganzzahligen Fluss beginnen, zum Beispiel dem Nullfluss, dann ist die Steigung sogar immer um mindestens 1, nämlich um ganzzahligen Wert. Und die Abbruchbedingung haben wir eben aus dem McSlomin-Cut-Theorem gesehen. Die Abbruchbedingung sollte sein, dass es keinen flusserhöhenden Pfad mehr gibt. So, Initialisierung, irgendein zulässiger Fluss. Wenn wir Ganzzahligkeit haben wollen, dann eben irgendein zulässiger ganzzahliger Fluss. Eben der Nullfluss, der tut es auf jeden Fall. Induktionsschritt, eine Iteration, wir finden einen flusserhöhenden Pfad und erhöhen F entlang dieses Pfades, bis dieser Pfad saturiert ist, bis also mindestens eine Kante, eine Vorwärtskante am oberen Anschlag angelangt ist oder mindestens eine Kante, die rückwärts geht, auf diesem Pfad am unteren Anschlag angelangt ist. Wir wählen das Epsilon als das Minimum aller dieser Restkapazitäten. Und wenn kein Pfad gefunden wird, dann brechen wir ab. So, und wir haben auch schon festgestellt, was hier nochmal steht, einen Fluss entlang einem Pfad zu saturieren. Sie sehen, hier ist ein Link, wir kommen da gleich drauf zu sprechen. Das erhält die Zulässigkeit des Flusses. Vielleicht ein Wort noch zum englischen Wort feasible. Im Lexikon werden Sie wahrscheinlich sowas wie durchführbar finden. Es hat sich, was es ja auch letztendlich bedeutet, in gewisser Weise, der Fluss ist durchführbar. Also den könnte man hernehmen und in die Praxis umsetzen, was immer genau die praktische Anwendung ist. Aber es hat sich im Deutschen eingebürgert, in diesem Bereich mit zulässig zu übersetzen. Was vielleicht nicht die übliche Wörterbuchübersetzung ist. Also nicht, dass Sie sich da wundern, wenn Sie mal nachschlagen. So, Correctness ist auch ganz einfach, nämlich der Fluss ist immer zulässig, das heißt auch bei der Termination ist es zulässig und das ist jetzt hier an dieser Stelle ganz interessant. Termination results from the complexity considerations below. Also hier unten wird die asymptotische Komplexität betrachtet. Das werden wir öfters mal bemerken, öfters mal sehen. Eigentlich, was gehört zur Korrektheitsbeweis eines Algorithmus? Es gehört erstens dazu, dass alle Schritte wohl definiert sind. Ja, dass Sie zum Beispiel nicht einen Pointer evaluieren, der auf 0 zeigt, in Java gesprochen. Dass Sie nicht einen Array-Index evaluieren, der nicht im Index-Bereich des Arrays ist, dass Sie nicht auf ein Element aus einer Menge herauspicken, aus einer Queue beispielsweise, die in diesem Moment leer ist. Ja, also die Schritte müssen alle wohl definiert sein. Meistens ist das offensichtlich oder mit ein paar einfachen Überlegungen offensichtlich, die es nicht wert sind, dass man sie hier in dem Wiki irgendwie schriftlich verewigt. Sodass also Wohldefiniertheit normalerweise übersprungen wird. Nicht immer. Wir werden an einzelnen Stellen im Wiki bei Korrektheitsbeweisen tatsächlich auch mal auf die Wohldefiniertheit eingehen, wenn das nicht von vornherein klar ist, wenn da tatsächlich etwas zu beweisen ist. Aber wenn jetzt alle Schritte wohldefiniert ist, ja, wenn der nicht irgendwo in Java gesprochen auf eine Exception stößt, weil ein Zugriff passiert ist, der nicht korrekt ist, wenn das der Fall ist, dass alle Schritte wohl definiert ist, dann müssen noch zwei Dinge erfüllt sein. Erstens, der Algorithmus ist terminiert. Ja? Algorithmen sind keine Ampelsteuerung. Ampelsteuerung soll nicht terminieren. Jedenfalls nicht, solange es nicht eine entsprechende Botschaft an diese Ampelsteuerung gibt. Algorithmen sollen terminieren. Sie sollen ja nach gewisser Zeit ein Ergebnis zurückliefern. Und das Zweite ist, wenn der Algorithmus terminiert, in dem Moment ist das, was er zurückliefern soll, tatsächlich das korrekte Ergebnis. Terminierung und korrektes Ergebnis. So, zurück. Termination results from the complexity considerations. Wenn wir eh schon die asymptotische Komplexität einschätzen, wenn wir feststellen, die Laufzeit der Algorithmus garantiert in O von so und so vielen Schritten fertig,
dann haben wir natürlich insbesondere bewiesen, dass der Algorithmus terminiert. Dann brauchen wir nicht noch extra im Rahmen des Korrektheitsbeweises zu beweisen, dass der Algorithmus auch wirklich terminiert. Das ergibt sich ja schon durch die asymptotische Komplexität. Beziehungsweise andersrum gesagt, die Schritte, die die asymptotische Komplexität beweisen, sind im Prinzip auch die Schritte, die beweisen, dass der Algorithmus terminiert. Man braucht nicht, man müsste zweimal dasselbe aufschreiben, das macht keinen Sinn. Und deshalb hier der Vorwärtsverweis auf die asymptotische Komplexität. Termination results from the complexity considerations below. Ich hoffe, diese Logik ist klar, weil diese Logik werden wir immer wieder anwenden, dass wir uns den Beweis, dass der Algorithmus wirklich terminiert, dann aufsparen für die Komplexitätsbetrachtung. Das ist, in der GDI2 war das ein bisschen anders, weil typischerweise waren die Schleifen Vorschleifen. Und bei einer Vorschleife ist die Terminat, also ich rede jetzt nicht von der Vorschleife im C-Stil vor irgendwas mit zwei Semikolons, wo man da irgendwas reinschreiben kann in den Kopf der Vorschleife. Ich meine jetzt eine ganz normale C-Schleife. Das war das Wort eigentlich, was ich eigentlich hätte verwenden sollen. Bei den ganzen Algorithmen, Sortieren, Dijkstra, was auch immer, waren typischerweise die Algorithmen Zählschleifen. Und bei einer Zählschleife ist Termination trivial, weil Sie vorher wissen, Zählindex i geht von 1 bis n. Hier haben wir jetzt eine Weilschleife und wir werden öfters mal Weilschleifen haben oder Du-Weilschleifen, ist egal. Also ist dasselbe. Hier haben wir jetzt eine Weilschleife und bei einer Weilschleife mit einer vielleicht nicht ganz so einfachen Abbruchbedingung ist nicht von vornherein gesagt, dass der Algorithmus terminiert. Ja, das wissen Sie aus eigener leidvoller Erfahrung, denke ich. So. Gut, also Komplexität und gleichzeitig damit auch Termination bewiesen. Das ist und hier ist dieser Algorithmus mal interessant. Das ist jetzt aber ein Alleinstellungsmerkmal dieses Algorithmus. Das werden wir nicht nochmal wiedersehen, dieses Phänomen. Die asymptotische Komplexität ist gebunden an eine Vorbedingung. Es ist tatsächlich so, man kann Beispiele konstruieren, bei denen der, wenn wir jetzt beliebige reelle Werte zulassen, ja, das vergessen wir mal die Problematik, dass die dann natürlich nicht in die Maschinenzahlen reinpassen, aber wenn wir jetzt rein theoretisch mal beliebige reelle Werte zulassen, auch irrationale Werte, dann kann man Beispiele konstruieren, bei denen dieser Algorithmus nicht terminiert. Bei denen Sie wissen aus der Analysis, Wenn die Folge der Flusswerte monoton wächst und nach oben beschränkt ist, natürlich durch die Kapazität von irgendwelchen Schnitten, was halt rübergehen kann von der S-Seite zur T-Seite, wenn das beschränkt ist, dann konvergiert diese Folge, aber konvergieren muss zunächst mal nicht terminieren heißen. Ja, die Folge kann ja trotzdem unendlich lang werden. Also sie konvergiert gegen einen Grenzwert, der übrigens nicht unbedingt der optimale Wert sein muss. Ja, man kann auch Beispiele konstruieren, bei irrationalen Kapazitäten der einzelnen Kanten kann man Beispiele konstruieren, bei denen die Folge der Flusswerte, die aufsteigende Folge, gegen einen kleineren Wert als den maximalen Flusswert konvergiert. Aber wenn alle Kapazitäten von allen Kanten ganzzahlig sind, sind wir auf der sicheren Seite, dann kann allen so ein Krempel nicht passieren, sondern die asymptotische Komplexität ist nicht besonders schön, aber immerhin noch irgendwie ordentlich. Was steht hier? Anzahl der Kanten mal einem Wert groß f. F ist der maximale Flusswert. Also der Wert, der tatsächlich am Ende herauskommt. Und wir brauchen das hier vielleicht nicht im Einzelnen durchzugehen, sondern ich kann Ihnen das einfach auch parallel dazu erzählen, was letztendlich doch darauf hinausläuft, dass ich es durchgehe, aber mit eigenen Worten. Ein Durchlauf, eine Iteration, was ist da das, was am meisten Zeit kostet bei einer Iteration? Das ist die Graphensuche. Ja, wenn wir die Graphensuche durchhaben, von S nach T einen Pfad gefunden haben, ist alles
dann ist alles wesentlich weniger asymptotisch aufwendig oder höchstens genauso hoch. Die Graphensuche kostet Zeit. Na, jeden Knoten müssen wir anfassen und jede Kante müssen wir anfassen. Wir haben ja schon gesehen, Anzahl Knoten plus Anzahl Kanten. Aber die Anzahl der Knoten brauchen wir nicht mit reinzunehmen, weil von einem Knoten S aus suchen wir ja alle anderen Knoten, zu denen es augmentierende Fahrten gibt, in der Hoffnung, dass T dabei ist. Oder in der Hoffnung, dass T nicht mehr dabei ist, weil wir dann ja fertig sind. Und wie viele Knoten können wir auf diese Art und Weise besuchen? Wie viele fassen wir überhaupt nur an? Naja, da drin ist ja sowas wie ein spannender Baum. Und Sie wissen, dass die Anzahl der Kanten in einem spannenden Baum höchstens, also mindestens eins weniger als die Anzahl Knoten sind. Das heißt, die Anzahl der Knoten, die wir besuchen können, sind höchstens so viele wie die Anzahl der Kanten. So, deshalb steht hier ein M und die Anzahl der Knoten ist irrelevant, ist nicht mit in der Komplexitätsabschätzung drin. Und das Groß F ergibt sich automatisch, naja, was ich vorhin gesagt habe, wenn die Kapazitäten alle ganzzahlig sind, was passiert mindestens in jeder Iteration? In jeder Iteration wird der Flusswert um mindestens 1 erhöht, weil er um einen ganzzahligen Wert erhöht wird. Und wenn er um mindestens 1 erhöht wird, wie oft kann es das passieren? Sprich, wie viele Iterationen kann es geben? Na, höchstens so viele, wie das am Ende rauskommt als Flusswert. Ja, wir fangen an mit 0, Flusswert 0. Wir hören auf mit Flusswert groß F. Wie viele Iterationen kann es dazwischen gegeben haben, wenn jede Iteration den Flusswert um mindestens 1 erhöht? Höchstens F viele. Und damit haben wir diese asymptotische Komplexität hingekriegt. Ist natürlich nicht besonders toll, diese asymptotische Komplexität, weil sie von einem Wert abhängt, groß F, der natürlich beliebig groß sein kann, wenn die Kapazitäten groß sind. Ja, Sie kennen das aus der GDE2, dass bei Dijkstra können die Längen so groß sein, wie sie wollen. Die Laufzeit, die asymptotische Komplexität von Dijkstra oder von Bellman-Ford oder von Prim oder Kruskal, egal was Sie immer da gesehen haben, die Laufzeit hängt immer nur ab von der Anzahl Knoten, Anzahl Kanten. Ist viel schöner. Wir werden noch dazu kommen. Wir werden noch sehen, dass man Ford-Falkerson so variieren kann, dass auch das tatsächlich der Fall ist. Und das wäre dann auch gleich der nächste Algorithmus, den wir uns ansehen. Gibt es an dieser Stelle konkrete Fragen oder auch inkonkrete Fragen? Unwohlseinsgefühle, die sich auf den Inhalt der Vorlesung beziehen und nicht auf den Inhalt des Magens? Okay, gut. Bevor wir aber dahin gehen, möchte ich Ihnen eine Seite ans Herz legen, bevor wir jetzt zu der ersten Variation hingehen, die das tatsächlich erfüllt, dass die Laufzeit des Algorithmus für Maxflow nur noch von der Anzahl der Knoten und Kanten abhängt, möchte ich Ihnen eine Seite ans Herz legen, die Basic Flow Definitions heißt und genau das auch beinhaltet, was sie heißt. So. Wir gehen es vielleicht nur ganz kurz durch. An ein paar Stellen bleibe ich ein bisschen stehen. Sie sehen zunächst mal hier, verweise nochmal auf was anderes. Auf die Seite, glaube ich, werden wir nicht runtergehen, vielleicht nur mal ganz gezielt, wenn irgendwo was Wichtiges ist, was wir unbedingt mal hier intensiv besprochen haben müssen, nämlich grundlegende Definitionen aus dem Bereich Graphen. Gerichtete, ungerichtete Graphen. Wir haben schon einige Definitionen, die da drin gesammelt sind, hier eingeführt. Aber ich habe dann nicht darauf rekurriert, sondern ich habe das hier freihändig an der Tafel gemacht oder in Worten mündlich, weil das Sachen sind, die eigentlich anschaulich sind. Aber alle diese grundlegenden Definitionen, die ich hier so eingeführt habe, intuitiv, plausibel, mündlich, sind hier auch zusammengesammelt. Und falls Sie eine vermissen, geben Sie mir Bescheid, dann füge ich sie ein. So. Basic Setting. Hier ist nochmal ein Punkt, der was mit den Übungsaufgaben zu tun hatte. Ich hatte ursprünglich in die Aufgabenstellung reingeschrieben, dass die Graphen, auf denen Sie
Max-Flow-Algorithmen implementieren sollen, dass die symmetrisch sein sollen. Das heißt, für jede Vorwärtskante in die eine Richtung von A nach B gibt es auch eine Rückwärtskante von B nach A. Hab mir dann aber bei der Erstellung der Wiki-Seiten hier oder bei der Überarbeitung der Wiki-Seiten hier überlegt, dass es vielleicht didaktisch besser ist, aus verschiedenen Gründen antisymmetrische Graphen zu betrachten. Nämlich, wenn ich von A nach B komme über eine Kante, dann komme ich nicht von B nach A. Dann gibt es keine Kante mehr von B nach A. Das ist kein Problem, wenn Sie tatsächlich die Situation haben in Ihrem Eingabenetzwerk, dass Sie zwei Knoten haben und es geht sowohl eine Kante so rum als auch eine Kante so rum. Hier haben wir ein U1, also geben wir den Kantennamen A1 und A2. Dann können wir das Bild ersetzen durch eine Kante, durch einen zusätzlichen Knoten und eine Aufsplittung dieser Kante. Und hier setzen wir die Kapazität U1 drauf. Hier setzen wir vielleicht auch nochmal die Kapazität U1 drauf, jedenfalls nichts Kleineres, vielleicht was Größeres. Und hier setzen wir die Kapazität UA2 drauf. Ja, das ist äquivalent. Der Fluss, den wir hier über diese Kante A1 schicken, können wir genauso gut über diese zwei Kanten rüberschicken, die diese eine Kante ersetzen. Und damit ist der Graph antisymmetrisch geworden. Ja? Das würde man jetzt vielleicht, wenn man wirklich für die Praxis irgendwas implementiert, würde man vielleicht diese Konstruktion nicht machen. Aber für unsere Zwecke, das ist der Beleg dafür, dass es okay ist, was ich jetzt in den Übungsaufgaben vorgebe. Und was man, also keine Schikane, sondern im Gegenteil eine Hilfestellung meines Erachtens, dass wenn es eine Kante gibt von einem Knoten zu einem anderen, dass es keine Kante gibt, umgekehrt von dem Zielknoten dieser Kante zurück zum Startknoten dieser Kante. So, auch ein Bildchen. So, ich prüfe jetzt nochmal nach, ob die Bilder alle was geworden sind. Kleinen Moment. Sieht gut aus. Die Anzahl der Bilder ist jedenfalls schon mal passend. Ja, gut. Passt. So. Und einfach hatten wir, glaube ich, schon, dass ein Graph ist einfach, wenn es keine parallelen Kanten gibt und keine Schleifen, wo eine Kante von einem Knoten zu demselben Knoten wieder geht. So. Eine obere Kapazität, obere Schranke, UA, mit der haben wir jetzt immer gerechnet. Eine untere Schranke, von der wir beim letzten Mal gesehen haben, dass sie ohne Einschränkung bei Max-Flow-Problemen 0 sein kann. Weil, wenn sie nicht 0 sind, dann können wir das reduzieren auf den Fall, dass alle 0 sind. Das haben wir beim letzten Mal gesehen, brauchen wir nicht nochmal drauf eingehen. So, über die weiteren Punkte hier bei Basic Setting komme ich nochmal später zu sprechen. Hier nur ganz kurz Required Balance. Das ist beim Max-Flow-Problem gerade die Flusserhaltungsbedingung. Die wird bei anderen Problemen, die wir noch betrachten werden, etwas komplizierter sein. So, hier werden wir Schritt für Schritt bei Basic Settings das durchgehen. Feasible Flow haben wir schon eingeführt, will ich nicht weiter darüber sprechen. Capacity Constraints, also dass jeder Flusswert auf jeder Kante zwischen unterer und oberer Schranke ist. Flow Conservation Condition und so weiter. Preflow, kommen wir später dazu, das interessiert uns jetzt noch nicht. Flusswert
sehen böse aus, die Formeln, sind sie aber nicht. Was steht hier? Was ist der Flusswert? Das ist die Summe aller aller Flüsse, die aus S rausgeht und nach T minus dem, was nach T reinfließt. Nein, falsch. Entschuldigung, nochmal Kommando zurück. Die Summe aller Flusswerte, die aus S rausfließen über rausgehende Kanten, minus die Summe aller Flusswerte, die nach T rein... nach S reinfließen. Ich muss es nochmal aufmalen, sonst spreche ich es wieder falsch aus und Sie kriegen was Falsches mit. Also es gibt Vorlesungsinhalte, da kann der Koffeinspiegel des Dozenten so hoch sein, wie er will. Es wird schwierig. Also, es gehen Kanten aus S raus, aber es gehen ja auch Kanten nach T rein. Nach S. So, und dasselbe natürlich bei T. Es gehen Kanten rein, aber es gehen auch Kanten raus. Und es gibt erstmal keine Vorgabe dafür, dass die Kanten, die nach S reingehen oder die Kanten, die aus T rauszeigen, gar keinen Fluss tragen dürfen. Ja? Also ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, aber doppelt hält besser. Da es keine Vorgabe gibt, dass die Kanten nach S rein keinen Fluss tragen, beziehungsweise die Kanten aus T raus, was zwar kontraproduktiv ist, aber erstmal nicht ausgeschlossen, ist der Flusswert das, was netto aus S rausgeht, beziehungsweise das, was netto nach T reinfließt. Das heißt, auch wieder Summe aller Flusswerte auf den rausgehenden Kanten bei S minus Summe aller Flusswerte auf den reingehenden Kanten. Ein ordentlicher Fluss von S nach T wird natürlich nichts nach S reinfließen lassen und nichts aus T rausfließen lassen. Aber es wäre durchaus ein kleiner Bruch, wenn wir das hier fordern würden, und deshalb fordern wir es nicht. Das macht die Sache einfacher. Wir müssen keine Fallunterscheidung machen, ob das jetzt S oder T oder irgendein anderer Knoten ist. Das ist der ganze Grund. So, das residuale Netzwerk, das lassen wir vielleicht nochmal ganz kurz aus. Da werden wir später noch dazu kommen. Das werden wir nochmal genauer besprechen. Flusserhöhende Pfade kennen wir. Haben wir gesehen, auf allen Vorwärtskanten ein verallgemeinerter Pfad. Das finden Sie in Basic Graph Definitions, was ein verallgemeinerter Pfad ist, nämlich, dass er Vorwärts- und Rückwärtskanten enthalten kann. Auf den Vorwärtskanten ist der Flusswert kleiner der oberen Schranke, U von A. Auf den Rückwärtskanten ist der Flusswert größer der unteren Schranke, 0. Und eine Kante auf so einem Pfad ist saturiert, wenn wir sie in Vorwärtsrichtung betrachten und sie ist am oberen Anschlag, in Rückwärtsrichtung betrachten, sie ist am unteren Anschlag. Haben wir gesehen. So, Fluss erhöhen entlang eines Pfades heißt, auf den Vorwärtskanten den Fluss um Epsilon erhöhen, auf den Rückwärtskanten den Fluss um dasselbe Epsilon vermindern. So, Augmenting up to saturation, das ist jetzt noch der wichtige Punkt. Ein Fluss bis zur Saturierung, entlang eines Pfades, entlang eines augmentierenden Pfades bis zur Saturierung zu erhöhen, heißt, wir gucken uns an, für alle Vorwärtskanten, was ist der Rest an Kapazität, den der aktuelle Fluss noch übrig gelassen hat? Also, was ist die Differenz zwischen dem aktuellen Flusswert und dem oberen Anschlag? Ich sehe hier, dass hier mir ein kleiner Tippfehler unterlaufen ist. Die Kapazität habe ich hier als C wie Kapazität geschrieben, aber, na, macht er das jetzt hier? Edurom sei Dank, er hat es gemacht. Aber das kleine C wird traditionell für etwas anderes verwendet, nämlich für Kostenfaktoren. Dazu werden wir später kommen. War ein kleiner Fehler von mir, also jetzt stimmt es wieder. Was ist die Differenz zwischen dem aktuellen Flusswert und
Also um wie viel kann man den noch erhöhen, ohne die obere Grenze zu überschreiten, und umgekehrt genauso. Wir gucken uns an, in einem zweiten Epsilon, was ist der minimale Wert, um den wir den Fluss auf den Rückwärtskanten reduzieren können, also was ist der minimale Flusswert. Und das Minimum von beiden nehmen wir, und um diesen Wert erhöhen wir den Fluss entlang des Pfades. Wenn wir das tun, dann wird hinterher mindestens eine Kante saturiert sein. Aber es wird keine Kante über den Kapazitätsbereich nach oben oder nach unten hinausgegangen sein, weil wir gerade da eben gebremst haben. So, Schnitte und saturierte Schnitte ist Ihnen jetzt auch geläufig. Wir haben in einem gerichteten Graphen wieder zwei Knoten, S und T, einen ST-Schnitt. Und meistens werden wir nicht von einem ST-Schnitt sprechen, weil klar ist, wenn wir von einem Cut, von einem Schnitt sprechen, dass es ein ST-Schnitt ist. Das ist eine Zerlegung von V in zwei Teile. Bipartition. Was ist eine Bipartition? Eine Partition in zwei Teile. Das heißt also, jeder Knoten von V, jeder Knoten des Graphen ist in genau einer der beiden Mengen. Und was wir schon gesehen haben, die Quelle ist in S, die Senke ist in T. Und saturiert ist genau das, was wir, wie wir es eben gesagt haben, ein Schnitt ist saturiert durch einen Fluss, wenn auf jeder Vorwärtskante von S nach T der Flusswert auf dem oberen Anschlag ist und auf jeder Rückwärtskante der Flusswert auf dem unteren Anschlag ist. Ja, also die Sachen, die ich jetzt hier an der Tafel und mündlich gesagt habe, finden Sie hier auch auf dieser Seite präzise definiert. Können Sie mit nach Hause nehmen, können Sie immer als Referenz hernehmen, was das jetzt nun mal genau aufs i-Tüpfelchen genau bedeutet hat. So, der Valid Distance Labeling, dazu kommen wir später. So, mehr wollte ich Ihnen hier zu den Basic Flow Definitions für heute erstmal nichts sagen und würde dann gerne zum nächsten Algorithmus übergehen. Der heißt auch nach zwei Leuten, die diesen Algorithmus entwickelt haben, Edmonds und Karp. Edmonds, der Name wird uns noch öfters begegnen bei verschiedenen Algorithmen. Der hat einige der klassischen Algorithmen, die in so eine Vorlesung reingehören, entwickelt. Der ist Ihnen schon begegnet, nicht? Beim maximalen Branching. Genau. Und mindestens ein weiteres Mal wird er Ihnen noch später begegnen, bei einem ganz anderen Thema. So, dieser Algorithmus ist ganz einfach. Es ist nichts anderes als eine einfache Variante von Ford Falkerson. Wenn Sie Ford Falkerson verinnerlicht haben oder halbwegs verinnerlicht haben bisher, dann ist es überhaupt kein Problem, sofort den Algorithmus von Edmonds Karp zu verstehen. Deshalb, also das algorithmische Problem ist, ist wieder Max Flow in der Standardversion, wie wir sie bisher betrachtet haben. Und der Algorithmus ist nichts anderes als eine Spezialisierung von Ford Falkerson, nämlich wir nehmen nicht eine beliebige Graphensuche, sondern wir nehmen Breitensuche. Warum? Weil Breitensuche eine bestimmte Eigenschaft hat, die Tiefensuche oder andere Ansätze nicht haben. Nämlich, Breitensuche liefert uns den kürzesten Pfad in Bezug auf Anzahl der Kanten, wenn wir die Kantenlänge als Anzahl der Kanten nehmen. Weil Breitensuche die Knoten immer in jeweils nach ihrer Distanz durchläuft. Das haben wir ja bewiesen bei der Breitensuche. Ja? Sie sehen, wie wir es bei der Tiefensuche und ihren Anwendungen mit starken Zusammenhangskomponenten und zweifachen Zusammenhangskomponenten und so weiter gesehen haben. Die Sachen, die Eigenschaften, diese Strategien, diese Graphendurchsuchungsstrategien haben, die werden dann später durchaus wichtig sein. Genau deshalb habe ich diese Sachen hier auch bewiesen. So, und hier bei Breitensuche ist wichtig, wenn wir T finden, wenn wir das erste Mal mit der Breitensuche wenn wir von S aus loslaufen, wenn wir zum ersten Mal auf T stoßen, dann stoßen wir auf T mit der minimal möglichen Anzahl von Kanten von S nach T. Ja, es ist im Sinne der Anzahl der Kanten
ein kürzester Pfad. Man könnte auch äquivalent sagen, wir geben jeder Kante die Länge 1, dann ist es tatsächlich ein kürzester Pfad nach dem üblichen Sinne wie Dijkstra oder so etwas. Das ist völlig äquivalent. Und das ist auch schon der ganze Unterschied. Das ist der ganze Algorithmus. Und diese kleine Feinheit, dass wir die als nicht eine beliebige Graphensuche erlauben, sondern festlegen, es muss immer ein kürzester von allen augmentierenden Pfade von S nach T, die noch da sind, die zur Auswahl stehen, muss es immer ein kürzester sein. Das ergibt eine deutlich bessere Abschätzung der asymptotischen Komplexität und tatsächlich auch für praktischen Durchlauf ein deutlich besseres Laufzeitverhalten. Bitte? Also beachten Sie, dass ich glaube, das ist ein guter Hinweis. Das wird für uns gleich wichtig sein. Beachten Sie Folgendes. Die Menge der augmentierenden Pfade nimmt nicht einfach ab. Sie verändert sich und es können auch augmentierende Pfade hinzukommen. Und zwar immer nach demselben Schema, das ich hier vorwegnehme, dass wir dann für die asymptotische Komplexität dieses Algorithmus brauchen. Sie erhöhen Fluss von S nach T entlang eines Pfades. So, und haben hier, kann eine Vorwärts-, kann eine Rückwärtskante sein, haben hier auch den Fluss erhöht, entsprechend von links nach rechts. Also wenn es eine Vorwärtskante von S nach T ist, haben Sie den Fluss erhöht auf der Kante. Wenn es eine Rückwärtskante von T nach S, Rückwärtsrichtung ist, haben Sie den Fluss vermindert. Ja? So. Jetzt kann es sein, ich nehme jetzt mal wirklich als Beispiel her, dass das eine Vorwärtskante ist. Wenn es eine Rückwärtskante ist, dann ist die Argumentation analog, spiegelsymmetrisch. So, jetzt kann es sein, dass hier vorher Flusswert gleich 0 war. Ja? Kann ja sein. So, jetzt betrachten Sie mal folgenden Pfad von hier nach hier. Von hier nach hier ist er augmentierend und von hier nach hier ist er auch augmentierend. Vielleicht sollte ich verschiedene Farben nehmen. Also dieser Pfad, der hat diese Kante auch gemeinsam und geht hier lang weiter. Ja? Diese beiden großen Bestandteile dieses Pfades sind augmentierend. Vorwärtskanten nicht am oberen Anschlag, Rückwärtskanten nicht am unteren Anschlag. So, vorher war, wenn Sie jetzt den Weg betrachten, den ich jetzt ganz grün zeichne, ja, vorher war das Grüne kein augmentierender Pfad, weil diese Kante dagegen stand. Ja, die lässt sich, wenn der Flusswert auf 0 ist, dann kann man nicht rückwärts den Fluss erhöhen, also Fluss vermindern, was einer Erhöhung entlang des Pfades entspricht. Ja? Logisch. Der Flusswert ist 0, man kann ihn nicht weiter vermindern, um über den grünen Pfad insgesamt den Fluss von S nach T zu erhöhen. Ist das klar geworden? Oder? Ich sehe einige skeptische Blicke. Okay, ich sehe einige skeptische Blicke zur Uhr. Hat jemand eine konkrete Frage? Gut. Falls Sie sich nicht ganz wohl damit fühlen, haben Sie ja genug Gelegenheiten, die Aufnahme sich nochmal wieder anzuhören, anzuschauen und dann auch festzustellen, also dann noch gegebenenfalls Fragen zu stellen, wenn aus der Wiederholung es nicht klar wird. So, aber wenn wir jetzt Fluss von S nach T über diesen ersten weißen Pfad erhöhen, dann erhöht sich der Fluss um irgend so ein Epsilon auf dieser Kante vorwärts und dann wird dieser zweite, der grüne Pfad, plötzlich augmentierend. Weil die eine Kante,
bei der es nicht möglich war, bei der wird es jetzt automatisch möglich. Ja, das heißt also, wir können dadurch, dass wir über eine Kante Fluss erhöhen, dadurch, dass wir über einen Pfad Fluss erhöhen, können wir einen anderen Pfad, der vorher nicht flusserhöhend war, können wir den flusserhöhend machen. Ich glaube, das machen wir gleich nochmal. Das ist die konzeptionelle, die abstrakte Zeichnung dazu. Ich glaube, das machen wir gleich nochmal anhand eines Beispiels, weil das ist wichtig, dass Sie das verstehen. So, also um nochmal auf Ihre Frage zurückzukommen, man kann natürlich nicht irgendwie alle Pfade vorher annotieren, weil man nicht weiß, welche Pfade augmentieren. Ja, und wenn Sie sagen, kein Problem, wir annotieren eben alle Pfade, ja, da haben Sie eine exponentielle Anzahl von Pfaden. Können Sie sich gleich überlegen, dass die Anzahl der Pfade in einem Graphen von S nach T jenseits von Gut und Böse ist. So. So, jetzt ein Beispiel. Ja, unser schönes Beispiel, was wir schon hatten. So. Hier ist T, hier ist S und hier sind zwei Zwischenknoten. So, Sie sehen, hier ist auch jeweils 10. Sie sehen, ich habe hier erst einmal drei Möglichkeiten in diesem Beispiel, wie ich den Fluss erhöhen kann. Entweder oben rum oder unten rum oder hier so quer mit dieser Kante von unten nach oben. Aus irgendwelchen Gründen, weil der Algorithmus eben nicht draufschauen kann, sondern einfach irgendwie stur geht, aus irgendwelchen Gründen wählt er diesen Weg und damit wird jetzt ein Weg flusserhöhend von S nach T, der vorher nicht flusserhöhend war, nämlich hier oben links beginnt diese vertikale Kante rückwärts und unten rechts endend. Der wird plötzlich flusserhöhend. Es sind noch andere flusserhöhende Pfade da, aber der wird jetzt flusserhöhend. Und jetzt könnten wir über den wieder Fluss erhöhen, eine Einheit hier rückwärts schicken. Dann wird der wieder der grüne Pfad flusserhöhend. Können wir wieder über den Fluss schicken, solange bis tatsächlich oben und unten 10 Einheiten durchfließen und der Fluss tatsächlich maximal ist. Überlegen Sie sich das zu Hause, spätestens zur Prüfungsvorbereitung vielleicht nicht schlecht oder vielleicht besser zur Bearbeitung der Übungen, weil da sollten Sie auch ein bisschen die Algorithmen verstehen, die Sie implementieren, wäre vielleicht nicht ganz unklug, dass wir können einfach in jedem Schritt diese mittlere Kante hernehmen und immer um eine Einheit erhöhen, mal so rum und irgendwann sind wir am Schluss, nämlich wenn wir tatsächlich das erreicht haben, was wir auch mit insgesamt 2 Schritten hätten erreichen können, nämlich 10 Einheiten oben rum und 10 Einheiten unten rum schicken. Hätten wir von vornherein, als Mensch haben wir die Draufsicht, hätten wir von vornherein die 20 Einheiten Fluss rüberschicken können, von S nach T, die möglich sind. So, also warten Sie mal. Genau. Ich will jetzt noch mal kurz abweichen für den Rest des Termins und will Ihnen den Beweis zunächst einmal anschaulich hoffentlich nahebringen, bevor wir dann das nächste Mal tatsächlich in den Beweis nochmal einsteigen. Da werden wir nochmal auf Basic Flow Definitions zurückkommen und ein Thema ansprechen, was ich hier eben übersprungen habe in der Durchsicht von Basic Flow Definitions. So, gucken.
Sie sich die Variante an. Also die Invariante ist dasselbe wie bei Ford Falkerson. Der Fluss ist zulässig und wenn alle oberen Schranken ganzzahlig sind, ist der Fluss auch ganzzahlig. Kann ja nicht anders sein, denn das ist ja eine Spezialisierung von Ford Falkerson. Bei einer Spezialisierung eines Algorithmus, wenn wir also irgendwelche Freiheitsgrade festlegen, so wie hier, dass wir die Graphenstrategie festgelegt haben, dass es BFS sein muss, muss natürlich die Invariante des Algorithmus auch gelten. So, interessant ist jetzt die Variante. Die Variante hat ja immer mit der Laufzeit zu tun. Die Invariante hat mit der Korrektheit zu tun. Ja, der Fluss ist zulässig. Wenn er immer zulässig ist zwischen zwei Iterationen, ist er auch am Ende zulässig. Die Variante sagt, was ist der Fortschritt, was passiert von Schritt zu Schritt und sagt eben etwas darüber, wie lange brauchen wir bis zum Ende. Und genau das wird jetzt eben entsprechend interessant. Und das ist einer so der ersten Fälle mal, wo die Variante mal nicht so ganz trivial ist. So. Der interessante Punkt ist der hier, dass die Länge eines kürzesten Pfades, dass die nur wächst. Nicht in jeder Iteration, nicht jedes Mal. Es können ja auch noch Pfade übrig geblieben sein, die gleich lang sind. Aber es kann nie der Fall auftreten, dass ein neuer augmentierender Pfad entsteht, der kürzer ist als der jetzt betrachtete Kürze. Ja? Dieser weiße Pfad in diesem Bild, das ich gerade eben mit der Kamera aufgenommen habe, das ist momentan der kürzeste Pfad, der kürzest augmentierende Pfad in Bezug auf Anzahl Kanten. Und dieser grüne Pfad ist neu hinzugekommen. Der ist plötzlich augmentierend, vorher war er nicht augmentierend. Und was wir zeigen wollen, zeigen müssen, ist, dass hier eine Ordnung drin passiert, dass das Ganze nicht Kraut und Rüben ist, sondern dass das ordentlich abläuft, dass wir nicht plötzlich beim nächsten Mal wieder einen kürzeren Pfad finden als das, was wir bisher an Pfaden haben. Und das beweise ich Ihnen ganz kurz erst einmal, oder beweisen, das zeige ich Ihnen erstmal anschaulich. Nehme ich das Bild oder nehme ich das Bild nicht? Mal ganz kurz, ja. Ich kann dieses Bild nehmen. So, der weiße Pfad, der richtig schön horizontal von links nach rechts geht, ist der Pfad, auf dem wir jetzt gerade in dieser Iteration Fluss erhöhen. Das ist momentan, bevor wir diesen Fluss erhöhen, ist das ein augmentierender Pfad und unter allen augmentierenden Pfaden hat er die geringste Anzahl von Kanten, weil wir ihn mit BFS gefunden haben. So. Und dieser grüne Pfad entsteht neu. Der war vorher nicht da, weil diese gemeinsame Kante nicht in Rückwärtsrichtung augmentierend war, weil der Flusswert 0 war auf dieser Kante. Ja, wenn die Kante in die andere Richtung zeigt, wäre es eben genau umgekehrt, dass der Flusswert vorher am oberen Anschlag und nicht am unteren Anschlag war. Aber betrachten wir es diesen Fall, der ist vielleicht ein bisschen intuitiver als der umgekehrte Fall. So, wenn wir jetzt, die Behauptung ist, dass der grüne Pfad, die Behauptung ist sogar stärker, nicht nur, dass der grüne Pfad nicht kürzer sein wird, nicht weniger Kanten hat, sondern dass er tatsächlich auch mehr Kanten hat als der weiße Pfad, der horizontal von links nach rechts geht in dem Bild. Ja, also alle Pfade, die neu entstehen, sind nur länger. Das heißt, das Ganze verläuft in vernünftiger Ordnung ab. Ja, von Schritt zu Schritt kann die kürzeste Länge nur länger werden, weil alle Pfade, die neu entstehen, können nur länger werden als die aktuelle Länge eines flusserhöhenden Pfades. Und warum ist das so? Naja, nehmen wir uns doch mal, da muss ich mal gucken, wie habe ich das genannt? Habe ich hier,
Nee, ich habe dem keinen Namen gegeben. Also, dieser Bereich hier hat Länge 1. Dieser Bereich hier hat Länge 2. Dieser Bereich hier hat Länge 3. Ja, dieser grüne Bereich und dieser Bereich hat Länge 4. Ja. Das ist hier augmentierend, nur es muss augmentierend schon vorher sein, weil es ändert sich ja an diesen Kantenflüssen, an den Flüssen auf diesen beiden Abschnitten des grünen Pfades nichts. Also, wenn es hinterher augmentierend ist, muss es vorher augmentierend gewesen sein. So, aber wir haben hier einen kürzesten Pfad gefunden, der hier die Kantenlänge, die Pfadlänge L1 und L2 hat. Also ist klar, was ich mit L1 bis L4 meine. Das ist die Anzahl der Kanten auf jedem dieser Abschnitte. So, auf diesem Bogen und auf diesem Bogen. Ja? So, wenn dieser horizontale Pfad ein kürzester Pfad ist, dann muss L1 plus 1 plus diese einzelne Kante kleiner gleich L3 sein. Denn wenn das nicht kleiner gleich L3 wäre, dann wäre hier dieser untere Bogen plus diesem letzten Abschnitt mit Länge L2 kürzer als der Pfad, dieser horizontale Pfad hier. Aber das war ein kürzester. Ja, die Annahme, dass dieser horizontale weiße Pfad ein kürzester Pfad ist, ergibt zwingend, dass L3 nicht kleiner sein kann als L1, die Anzahl der Kanten auf diesem Abschnitt, plus der natürlich noch diese eine Kante zu zählen. Und genauso L2 plus 1 aus demselben Grund symmetrisch kann nicht größer, also L4 kann nicht kleiner als L2 plus 1 sein, ja? Dieser Bogen hier oben rum kann nicht kürzer sein als die gerade Strecke hier, denn sonst wäre gerade Strecke bis hierher, von links von S bis hierher und den Bogen mit Länge L4, also L1 plus L4, wäre kürzer gewesen als der Pfad, den wir gefunden haben. Aber wir haben den kürzesten gefunden. Geht nicht. So, und daraus ergibt sich sofort, was ist die Länge des grünen Pfades? Die Länge des grünen Pfades ist L3 plus 1 plus L4. Und aus den Ungleichungen ergibt sich sofort, dass das größer sein muss als die Länge des weißen horizontalen Pfades. Und das ist gerade L1 plus L2, L1 plus 1. Warten Sie mal, ich muss das ein bisschen besser hier platzieren auf der Tafel, sonst erkennt man da nichts mehr. So, ein bisschen weiter. So. Die Länge des grünen Pfades ist L3 plus Einzähler für die Kante plus L4. Die muss größer sein als die Länge des weißen Pfades L1 plus 1 plus L4. Das ergibt sich sofort, können Sie leicht nachprüfen, wenn ich keinen Fehler gemacht habe, aus diesen beiden Ungleichungen, dass da unten eine strikte Ungleichung herauskommen muss. So, dazu jetzt ein Bild. Bitte? Ja, danke. Das muss eine L2 sein. Okay, dann. Das obligatorische Foto. Alles rauf. Jawohl. So. Also,
Ein Pfad, der neu entsteht, kann nur so entstehen, dass er eine Kante rückwärts benutzt, die vorwärts benutzt wird in dem aktuellen Pfad, auf dem wir aktuell den Fluss erhöhen. Auch nur in dem Fall, wenn eben diese Kante am unteren Anschlag ist. Und was wir jetzt hier gesehen haben, ist, dass der neue Pfad, der grüne Pfad, der entsteht, länger sein muss, echt länger sein muss als der bisherige Pfad. Sodass also sozusagen, wenn wir in Pfaddistanzen denken, dass alle neu entstehenden Pfade, dass die gesamte Pfadmenge immer so vor uns ist. Ja, wir müssen nie in der Länge der Pfade zurückgehen. Aber dieses Bild lügt natürlich. In dem üblichen Sinne, wie bei mir die Bilder lügen, es ist viel zu einfach gestrickt. Die Situation muss natürlich nicht so einfach sein. Sie kann ja viel komplizierter sein. Wer sagt denn, dass die beiden Pfade nur eine Kante gemeinsam haben? Sie können ja beliebig viele Kanten gemeinsam haben. Und es kann auch kreuz und quer, Kraut und Rüben gehen. Ja, malen wir mal so ein Bild hin, wie das kreuz und quer, Kraut und Rüben gehen kann. Moment, ich brauche ein bisschen Wasser. So, jetzt male ich nochmal den weißen Pfad hin, von S nach T, schön lang. So, jetzt kann der grüne Pfad zum Beispiel so lang gehen, hier ein oder mehrere Rückwärtskanten enthalten und dann geht er so lang, wieder Rückwärtskanten enthalten. Nee, das ist jetzt verkehrt rum gewesen. Sorry, hab mich verfranst. So, rückwärts gehen. Jetzt kann er hier hingehen, ein oder mehrere Rückwärtskanten enthalten. Er könnte hier wieder hingehen. Und vielleicht geht er jetzt endlich nach T. Ja? Und auf jeder dieser Rückwärtskanten, ja, also die Situation, die wir eben hier hatten, bei diesem schönen, einfachen Bild, zwei Pfade, die auf einer Kante übereinstimmen. Der eine Pfad hat sie in die eine Richtung, der andere Pfad hat die Kante in dieselbe Kante in die andere Richtung. Kann natürlich auch so kompliziert sein. Warten Sie, ich muss das ein bisschen hier korrigieren, damit das nicht für Verwirrung sorgt. So. Ja, kann noch passieren. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass das Bild wirklich so schön einfach ist, wie jetzt auf dem vorhergehenden Bild. Es kann jetzt beliebig kompliziert sein. Es kann auch Vorwärtskanten geben, kann auch Vorwärtskanten gemeinsam haben, wobei das jetzt nicht so der entscheidende Punkt ist. So, das Bild nehmen wir auch auf. Na, jetzt muss ich, das habe ich so schön breit gezeichnet, jetzt muss ich auch und weiterhin. Nee, das ist jetzt. Ich will jetzt nicht auf Zoom gehen, sonst verwackel ich das. Aber wenn ich das so weit ausstrecke, verwackel ich es vielleicht auch. Naja, passt schon. So. So kompliziert kann die Situation sein. Was wir uns aber dann klar machen müssen, ist, das ist zwar komplizierter als hier, aber es ist vom Grundsatz her dasselbe. Es ist vom Grundsatz her, wir haben, teilweise geht es vorwärts hier, teilweise geht es rückwärts hier. Teilweise geht es vorwärts hier, teilweise geht es rückwärts hier. Und dann geht es hier nochmal vorwärts. Ja? Manchmal geht der grüne Pfad auf dem weißen Pfad vorwärts, manchmal geht der grüne Pfad auf dem weißen Pfad rückwärts. So, für jeden Vorwärtsbogen
den wir hier gehen. Das ist jetzt die Argumentation, warum das Ganze eigentlich nicht wirklich komplizierter ist, also nicht wirklich was grundsätzlich anderes ist als dieser einfache Fall. Für jeden Vorwärtsbogen, den wir gehen, können wir sagen, der grüne Bogen ist mindestens so lang wie entsprechend der weiße Abschnitt vom selben Start zum selben Zielknoten. Ja? Dieser Bogen hier, wo ist er? Wo haben wir denn hier mal wieder einen? Hier haben wir noch einen, mittendrin. Dieser Bogen hier ist mindestens so lang wie dieser Abschnitt hier. Sonst wäre der Pfad erst von S aus weiß, dann grün und dann wieder weiß. Sonst wäre der kürzer als der Pfad, den wir genommen haben. Aber der Pfad, den wir genommen haben, ist der kürzeste gewesen mit BFS. So, das heißt also für jeden Bogen vorwärts, den wir hier sehen, der von einem früheren Knoten des, Moment, des weißen Pfades zu einem späteren geht, haben wir dieses Argument. Und die Längen der Rückwärtskanten interessieren, die von den Rückwärtsbögen interessieren uns gar nicht. Die können alles nur offensichtlich ja nur noch schlimmer machen für den grünen Pfad. Die können ja den grünen Pfad nur länger machen. Ja? Was Sie hier sehen sollten an diesem Beispiel ist, die Bögen, die vorwärts gehen, die überdecken den ganzen weißen Pfad. Ja? Jede einzelne Kante in dem weißen Pfad dazu gibt es mindestens einen Bogen, der an dieser Kante vorbeigeht. Das muss so sein, denn der grüne Pfad geht ja auch am Ende von S nach T. Ja? Egal wie viel der vorwärts und rückwärts geht. Ja? Er muss jede Kante des weißen Pfades einmal sozusagen vorwärts umrundet haben. Und wenn Sie das jetzt zusammenzählen, ja, zusammennehmen, ja, die Rückwärtsbögen, die ignorieren wir, deren Längen sind uns egal. Und die Vorwärtsbögen, wenn wir deren Summe zusammenzählen, dann muss das mindestens so viel sein. Weit, weit mehr als das. Aber es muss mindestens so viel sein, wie dieser Pfad, der weiße Pfad, tatsächlich von links nach rechts an Kanten hat. Denn für jedes einzelne Abschnitt, für jeden einzelnen grünen Bogen, der vorwärts geht, gilt, die Länge dieses Bogens kann nicht kürzer sein als die Länge des entsprechenden Abschnittes auf dem weißen Pfad. Das ist die Argumentation, dass, auch wenn es die Situation sehr viel komplizierter aussieht, so wie in diesem Bild, dass doch wieder gilt, der grüne Pfad, der neu augmentieren wird, kann nicht kürzer sein als der weiße Pfad, auf dem wir jetzt gerade augmentiert haben, wodurch daraus dann entstanden ist, dass der grüne Pfad augmentieren wird, der vorher nicht augmentierend war. Das heißt, neu entstehende Pfade sind immer länger. Und je komplizierter die Situation ist, das können Sie gleich an diesem Bild sehen, je komplizierter die Situation ist, umso länger wird der grüne Pfad im Verhältnis zum weißen Pfad. Ja, also diese einfache Situation, mit der wir zuerst gestartet sind, ist tatsächlich die, bei denen der grüne Pfad noch am wenigsten länger ist als der weiße Pfad. Bitte? Mindestens um eins muss es länger sein, insgesamt, unterm Strich. So. Solchen Argumenten werden wir noch mehrfach begegnen. Wir haben ein Konstrukt, einen Pfad meistens, auf dem wir was ändern und dadurch bringen wir ein neues Konstrukt rein, einen Pfad dann eben meistens auch, auf dem wir wieder was ändern können, aber die Situation kann beliebig kompliziert werden. Das, was wir in einer einfachen Situation relativ leicht sehen, dass die Pfadlängen immer nur länger werden können, die neu entstehenden Pfaden, das lässt sich auch mit ein bisschen komplizierten Hin- und Herstrickereien auch auf den komplizierteren Fall übertragen. So, an dieser Stelle werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen und dann tatsächlich uns den Beweis anschauen.